Ich weiß nicht, was Nigel Shelby sich gedacht hat, als er sich das Leben nahm. Ich weiß nicht, was sich die Millionen anderen Kinder denken, die sich das Leben nehmen, noch bevor es angefangen hat. Mit diesen Versen beginnt eines der Gedichte aus Michel Enk am Galans, erst im Gedichtband Es brüllt durch die Atmosphäre, der 2020 im Resonar Verlag erschienen ist. Sich auf dem Weg verlaufen, das Gesicht verlieren, verschwinden, sich auflösen. So heißen die vier Abschnitte, die diesen Band strukturieren. Die Mehrzahl der Texte ist auf Deutsch verfasst. Ein Abschnitt enthält ausschließlich englischsprachige Gedichte. Die Autorin ist 1997 in der Mongolei geboren und im Alter von 5 Jahren nach Deutschland gekommen. So viel erfahren wir aus dem Klappentext. Ich interessiere mich aber für das, was auf den folgenden Seiten passiert. Ich schlage die erste Seite auf und beschließe, mich zu verlaufen. Wer sich in diesem Band verirrt, stellt bald fest, dass wir längst verirrt sind. In einer Stadt, über die niemand spricht, vergräbt eine Frau ihr Gesicht in der Zigarettenschachtel. Die Bildchen auf dem Cover sind nichts gegen das Beben in ihrer Brust. Hier gibt es Kinder, die Angst vor der eigenen Zukunft haben, Kinder derer, die es nicht besser wissen. Schisser. So heißt das dritte Gedicht, das mich nicht passieren lässt, ohne dass etwas passiert. Aber was passiert hier? In diesen Gedichten, deren Verse abrupt enden. Als würde derjenigen, die hier spricht, am Rande des Sprechens immer wieder der Atem ausgehen, nur um jedes Mal neu errungen zu werden, mit jedem Zeilenbruch. Die Stimme schwillt zwischen den Buchstaben in einem konzentrierten Staccato an. Die Sprache gibt selbstbewusst ihre Selbstbezüglichkeit ab, macht sich wie ich auf den Weg mit dem, was gesagt wird. Verliert das Gesicht und zwingt mich, das meine zu überprüfen. Vergisst sich und löst sich für etwas anderes auf, das vielleicht die wahre Haut ist. Ihr, und ich vermute, damit sind wir gemeint, bauen uns Safe Spaces in einer Welt, in der Raketen fliegen, ihr feiert für den Protest, sauft für den Frieden und fickt für die Liebe, gerettet ist damit nur euer Ego, geholfen ist damit nur Leuten wie euch. Wir, und ich vermute, damit seid ihr gemeint, die Kinder in euch, deren Eltern es auch nicht besser wussten, für die das Leben mit 15 oder 16 auch schon festgeschrieben in Ängsten und Träumen, und alles zwischendrin Fliegen oder freier Fall war. Ihr seid der Schreck, der euch erstarren lassen hat, und wir sind Monster, für die ihr noch keine Namen habt. So also klingt das Verlaufen in diesem Band. Ich halte ihn in der Hand und sehe zu, zurück und voraus. Hier wird nicht nur konstatiert, nicht nur noch gesungen, sondern gerungen, hier wird gebrüllt. I only bawl when I think of you. Während manche meinen, Lyrik habe immer etwas mit geringerer Lautstärke zu tun, irre ich weiter und entdecke verschiedenste Weisen des Brüllens. Das flüsternde Brüllen der Liebe, die verzweifelt ist. Dasjenige der Verzweiflung, die wütend ist. Das Brüllen der Wut, die zärtlich sein will und deshalb spricht. Girls go out to seek validation from people who have never been a girl. Und Brüllen steckt an. Macht mir Lust, den Ruf der Kritikerin mit all seinem Frust der Objektivität aufzugeben, ein bisschen hinzugeben. Mich, ja, durchaus. Ausgesetzt in einem Text, der mich dorthin verweist, wo ich herkomme. Aus der Welt, in der auch Nigel Shelby geliebt und gelitten hat. Und ich könnte beim besten Willen nicht ertragen, schreibt Michel Enk am Galan, dass diese Welt die einzige ist. Doch auch in dieser Welt gibt es ein Du, das einen festen Platz in der Atmosphäre dieser Texte hat. Ein Du, das begehrt, gesucht, behütet, verschüttet und geborgen wird. In the end, we all are the ones we were not allowed to be.
Und trotzdem kreisen diese letzten Texte des Bandes allesamt um die Angst. Die meisten sind Kinder ihrer Ängste und wollen Kinder ohne Ängste. Wenn Sprache ein Bär wäre, und vielleicht ist sie das ja bei Enk am Gallern, dann wäre es auch ihr Instinkt, anzugreifen, mit dicken Tatzen und glänzenden Zähnen Angst zu zerreißen, niemandem Herr zu werden, sondern einem Hunger zu folgen, der nicht kategorisiert, nicht perfektioniert. Und Angst lässt sich teilen, erstaunlicherweise ohne verteilt verbreitet zu werden. Sie löst sich, im Gegenteil, manchmal erst durch Verteilung, Erzählung auf. Dieses Auflösen, so viel wird hier deutlich, ist vielleicht das Resultat jenes Wandels, den Dichtung erlaubt. Aber Angst raubt Sprache auch, zumindest immer mal wieder. Baut Nester wie Strickfallen in der Erinnerung, spukt durch die Zukunft, flattert. Ein Vogeljunges mit gebrochenen Flügeln, das Zollkontrollen ignoriert, Zungen passiert, Stimmen verstopft. Sie ist buchstäblich in aller Munde. Die Ängste vieler ist die Macht der wenigen, schreibt Michel Enk am Gallern. Hier hat jemand die Hand in den eigenen Mund gesteckt, ein rasendes Vogeljunges entdeckt und sich darum gesorgt. Dabei ist eine Lyrik entstanden, die sagt, was weh tut und stirnrunzelnd fragt, was ist diese Welt noch wert? Es brüllt durch die Atmosphäre, entwirft zwar keine Gegenwelt zur bestehenden, geht jedoch auch über das An- und Beklagen hinaus. Kind, lass dich nicht täuschen, heißt es zu Recht, denn auch diese Gedichte retten uns nicht und haben es auch gar nicht vor. Sie immunisieren nichts und niemanden, aber sie schieben Vorwände aus dem Weg, wegzusehen, bieten Fühlung an und Reflexion. Was für das Du ihrer Gedichte gilt, kann deshalb auch über diesen Gedichtband gesagt werden. Wenn du nicht rausgehst, dann verpasst die Welt etwas. Thank you.